Hallo, heute möchten wir dir zeigen, wie du deine Rapportzettel, Lieferscheine und Rechnungen mit dem integrierten Dokumentenscanner als PDF erfassen kannst. Hierfür klickst du im gewünschten Projekt auf die Büroklammer links unten. Wähle dann PDF-Scanner aus, wodurch deine Kamera startet. Im Bildschirm bekommst du jetzt direkt Anweisungen, wie du dein Smartphone positionieren sollst. Grundsätzlich solltest du allerdings darauf achten, dass du dein Smartphone in einem möglichst flachen Winkel zentral über dem gewünschten Dokument hältst und dass dieses auf einem möglichst kontrastreichen Hintergrund liegt. Sobald du das Smartphone richtig über dem Dokument platziert hast, wird dies von der Kamera erfasst. Diesen Vorgang kannst du bei mehrseitigen Dokumenten mehrfach hintereinander ausführen, bis alle Seiten vollständig gescannt sind. Du hast dann im Anschluss die Möglichkeit, die einzelnen Seiten mit den bereits aus der Bildbearbeitung bekannten Funktionen zu editieren. Solltest du alle Seiten erfasst und entsprechend markiert oder bearbeitet haben, kannst du das erstellte Dokument über den Senden-Button in den Projektverlauf laden. Dort erscheint es dann im PDF-Format. Für weitere Anleitungen und Erklärvideos schau einfach in unserem Hilfebereich vorbei. Diesen findest du in den allgemeinen App-Einstellungen als Hilfe-Button am rechten oberen Bildrand.